Fische, die können ihren Sauerstoff aus dem Wasser beziehen. Aber Schlümpfe müssen ihn aus der Luft nehmen. Und jetzt hier dieser Entwurf. Da ist es schon wieder. Hört sich nach einem alten, großen Fisch an. Schlaubi meint, es sei ein großer Felsblock. Schlaubis Felsblock hat gerade seinen Entwurf verschluckt. Dann muss es wohl ein Felsenfisch sein. Wahrscheinlich wirst du langsam alt. So schwer kann das doch nicht sein. Oh, oh, Marina! Daddy? Beeil dich, Marina! Daddy, was ist denn? Sicher nur ein kleines Unwohlsein. Wahrscheinlich der grüne Seetang, den ich heute gegessen habe. Entspann dich einfach, Daddy. Ajax und Herkules bringen mich nach Hause. Ich hole eine Lilienwurzel. Lilienwurzel? Oh nein, nein, Marina, du darfst auf keinen Fall zum Avalon-Teich gehen. Das ist ein furchtbarer Ort. Ich hätte schon längst zu diesem Teich gehen sollen. Aber er liegt ganz weit weg am Schlupffluss. Und er wird von einem ganz abscheulichen Wächter bewacht. Ich werde vorsichtig sein, Daddy. Ruh du dich aus und in ein paar Tagen bin ich mit der Medizin wieder hier. Marina, bitte geh doch nicht. Und denkt immer daran, meine Schlümpfe, sein Leben liegt in eurer Hand. Wenn ihr die Luftpumpe nicht bedient, kann er unter Wasser nicht atmen. Ist das klar? Aber wie bedient man denn das Ding? Drückt nur einfach rauf und runter. Nein, jetzt doch noch nicht! Klausi, als ich sagte rauf und runter, meinte ich nicht jetzt! Ist alles in Ordnung, Handy? Mir geht's prima. Also, meine kleinen Schlümpfe, dann können wir jetzt ja wohl mit der Tauchübung beginnen. Also, wenn Andy auftauchen will, dann zieht er einmal an der Leine. Und wenn er mehr Luft haben will, dann zieht er zweimal. Einmal ziehen heißt drauf. Mach dir keine Sorgen, Clumsy. Tu genau das, was ich tue. Fertig, Papa Schlumpf! Und ich gebe den Rhythmus an. Fertig, Andy. Papa Schlumpf, du das nicht? Und ich glaube immer noch, dass es am Felsblock ist. Also, Handy, sei bloß ganz vorsichtig da unten. Und rauf und runter 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 und rauf und runter. So, bis jetzt scheint ja alles ganz ausgezeichnet zu klappen. Clumsy! Rauf und runter! Rauf ja, und runter! Handy will wieder raufkommen! Los, haltet fest! Er hat nochmal gezogen! Luft! Er braucht mehr Luft! Schlumpfine, haltet doch Papa Schlumpf fest! Ich hab ihn! Und die Luftpumpe! Er hat gleich keine Luft mehr! Schneller, Clumsy, schneller! Nein, das ist zu schnell! Meerjungfrau gefangen. Erstaunlich. Wir müssen sie vor diesen Seewölfen retten. Papa Schlumpf, sie ist ja so hübsch. Ob sie wohl wieder gesund wird? Vielleicht bringt sie das hier wieder zu sich. Lilienwurzel, Avalon. Oh, bitte. Lilienwurzel? Das muss irgendwie mit dem Dorf Avalon zu tun haben. Ja, natürlich, der Zauberteich von Avalon. Ich wollte nur mal sehen, wie es hier geht.
Aber Handy, du hast ja Blumen mitgebracht. Ach, weißt du, wenn jemand krank ist, dann bringt man doch... Donnerwetter, sieht die aber hübsch aus. Ich meine natürlich für einen Fisch. Ist sie denn ein Fisch, Papa Schlumpf? Nicht ganz, Schlumpfine. Alles, was wir über Meerjungfrauen wissen, ist, dass sie nicht lange außerhalb des Wassers leben können. Ah, hier steht es. Der Teich von Avalon. Man findet dort magische Heilkräuter. Aber er wird von einem sehr bösen Wächter bewacht. Oh, mein Kopf. Sie kommt zu sich. Wo bin ich denn nur? Du bist im Schlumpfdorf bei Freunden. Freunde? Ja. Ihr seid nicht meine Freunde. Wir wollen dir doch nur helfen. Beruhige dich. Wir haben dich aus dem Fluss gezogen. Weißt du das nicht? Oh, der Fluss. Ich muss in den Fluss zurück. Oh, Papa Schlumpf. Papa Schlumpf. Papa Schlumpf. Langsam. Lass dir etwas Zeit. Ruhig, kleine Meerjungfrau. Wir wollen dir doch nur helfen. Ich bin Papa Schlumpf. Und ich bin Schlumpfine. Und ich bin Handy, gnädiges Fräulein. Mein Name ist Marina. Ich wohne in Atlantika. Das liegt unter dem Ozean, weit weg. Marina. Ach, was für ein wunderhübscher Name. Was ist das? Handy hat es für dich gebaut. Es ist ein Schlumpfator. Er schlumpfiert Luft durch das Wasser. Alle Fische, ich meine Meerjungfrauen, brauchen... Ja, also... Oh, wie aufmerksam von dir. Wieso bist du eigentlich so weit von zu Hause weggeschwommen? Oh, mein Vater ist krank und wird sicher sterben, wenn ich ihm nicht die Lilienwurzel vom Avalon-Teich bringe. Und vielleicht komme ich schon zu spät. Oh, bitte weine nicht. Papa Schlumpf, können wir nicht was tun? Harmonie, alle Schlümpfe sollen sich bitte sofort an der alten Eiche versammeln. Schlumpfine, ich möchte, dass deine Mannschaft zum Avalon-Teich geht und alle Lilienwurzeln sammelt. Ich hasse Lilienwurzeln. Und denkt daran, der Teich wird von einem äußerst bösen Wächter bewacht. Ihr haltet also besser die Augen offen. Sauli, hast du das gehört? Ich bin bereit, wenn du bereit bist. Und nun das Seerettungsteam. Traumi ist natürlich Kapitän. Ja! Handy ist der Taucher. Ja! Und der Navigator ist Schlaubi. Also, was sagt man denn nun dazu? Sie ist absolut schlumpfig, wunderbar. Das ist ja großartig. Eine meuternde Mannschaft und ein liebeskranker Taucher. Das ist ja ein schlumpfiges Rettungsteam. Keine Angst, Marina. Dein Vater wird bestimmt bald wieder gesund sein. Handy, du wirst das Schiff verpassen. Dieser Handy ist ja so lieb. Ja, das ist er. Ho, hief, ho, hoch, Schlümpfe! Wieso hieven? Wir die ganze Zeit und du machst nur ho-ho! Magst du ho-ho nicht? Es macht mich ganz verrückt! Ja, mich auch, aber einer muss hier die geistigen Arbeiten tun. Also, ihr zwei hieft und ich mach ho-ho. Also, hief, ho, hief! Männer der See, ho, hieft! Schlaubi, wir hören besser auf! Wir können jetzt nicht aufhören, ho, hieft! Schlaubi, das Schiff sinkt! Macht euch nicht lächerlich, dieses Schiff ist absolut unser... wieder an Land kommen, dann sollte Schlumpfine schon mit ihrer Medizin da sein. Sagt ihr, sie soll sich vor dem bösen Wächter in Acht nehmen. Ich hätte mit Schlumpfine gehen sollen. Lieber versuche ich mein Glück bei 10 bösen Wächtern als bei einem einzigen liebeskranken Taucher. Ja, das muss der Teich von Avalon sein. Papa Schlumpf hat gesagt, dass alle diese wunderschönen Blüten magische Heilkräfte haben sollen. Kommt schon, Männer. Warten wir hinein. Ich hasse es zu warten. Also, solange wir warten, werde ich noch ein kleines Nickerchen halten. Da sind sie ja, die Lilien. Und hier habe ich die Lilienwurzeln. Oh nein, du hast sie nicht. Ich hab doch gesagt, ich hasse Lilienwurzeln. Das ist der Wächter. Gehen wir, Liebe. Nun ja, ich
denke auch, wir gehen lieber. Oh nein, das werdet ihr nicht. Doch, das werden wir wohl. Dann versucht es mal. Oh, ich steck fest. Nun gut, du böser alter Wächter. Was willst du von uns? Euer Gold oder euer Leben? Ich habe gesagt, euer Gold oder euer Leben. Was soll's denn nun sein? Sicher habt ihr Hübschen ein kleines Säckchen Gold dabei. Denn ohne das würdet ihr doch nicht reich. Ja, Sie müssen das verstehen. Da, wo wir herkommen, da brauchen wir gar kein Gold. Aber wo ihr hingekommen seid, meine Schöne, da braucht ihr es. Es wird alles zu Treibsand. Treibsand? Ich hasse Treibsand. Da kommt sie ja mit Aquarium. Ach, Marina, gerade als ich dachte, ich würde mein kleines Mädchen nie wiedersehen, da kam dieses tapfere blaue Geschöpf daher. Und nun halte ich dich in meinen Armen. Meine Gebete sind erhört worden. Handy! Willkommen in unserem bescheidenen Dorf, Aquarius. Ich bin geehrt und stehe ewig in eurer Schuld, Sir. Hefty, Clumsy, bringt Aquarius in mein Haus. Er muss sich nach dieser anstrengenden Reise ausruhen. Papa Schlumpf hat recht, Vater. Ruh dich aus. Und bald wirst du die Lilienwurzel bekommen. Handy, ich möchte unsere Gäste nicht beunruhigen. Aber Schlumpfines Mannschaft ist schon seit so furchtbar langer Zeit weg und... Oh nein, Aquarius braucht noch die Lilienwurzel und vielleicht hat dieser böse Wächter dir den Teich bewacht. Denk daran, Aquarius fühlt sich nicht wohl. Wir dürfen ihn nicht aufregen. Ich nehme meine Mannschaft und suche Schlumpfine. Ist gut, Handy. Du kleines Monster! Es ist grausam und eine unschlumpfige Strafe für das Pflücken von so ein paar blöden Lilienwurzeln. Blöde Lilienwurzel? Sie haben die Kraft, Leben zu retten, wenn du sie kaufst. Stiehlst du sie, dann vernichten sie Leben. Und du nennst sie blöd? Ich finde, ein besseres Wort dafür wäre teuer. Habt ihr diese schlumpfigen Stiefel gesehen? Aufgepasst, Schlümpfe, ich habe einen Plan. Noch einen letzten Wunsch. Ja, mach bitte nicht so viel Wellen. Hey, hier ist der Zauberteich. Hier drüben sind Lilienwurzeln, Handy. Oh nein, das tut ihr nicht. Oh ja, das tun wir doch. Hefty, wo bist du? Hier oben auf dem Meckerbäbaum. Der Meckerbäbaum? Ja. Handy, ich bin hier oben. Bist du das da unten? Nein, nicht die Zauberstiefel. Ihr habt mich überlistet. Beeil dich, sie stecken schon bis zur Nase drin. Geht es euch gut? Handy hat sie aus dem Treibsand rausgezogen. Ja! Ja! Nein, nein, das ist nicht fair. Die Medizin. Ich hasse Medizin. Du solltest dich wirklich außerschlumpfig schämen. Es gibt doch im Leben so viele Dinge, die mehr wert sind als Gold. Ja, dann nenn mir eins. Gesundheit und Liebe und Glück. Und Tortis Kekse. Kekse? Was für Kekse? Schlumpfbärenkekse. Schlumpfbärenkekse, meine Lieblingskekse. Jetzt reden wir mal über die Lilienwurzeln. Ihr kriegt alle meine Lilienwurzeln. Ich brauche einen Schlumpfbärenkeks. Und wir brauchen die Lilienwurzeln. Jetzt versprich uns, dass du nie wieder so böse und gemein bist. Versprochen, versprochen. Ich glaube, da haben wir uns sehr schlumpfig geeinigt. Binde den Wächter wieder los. Oh, jam, jam, jam. Meine lieben Schlümpfe, wir haben heute Abend ein ganz besonderes Ereignis zu feiern. Hört, hört! Unsere neu gewonnenen Freunde aus Atlantica sind am Leben und wohlauf. Hurra! Und unsere beiden freiwilligen Mannschaften sind wieder gesund und munter zu Hause. Hurra! Heißa! Und ich bin wirklich stolz auf Sie, auf jeden Einzelnen. Doch trotzdem bin ich ganz besonders stolz auf einen galanten Schlumpf. Denn sein Wagemut ging weit über jegliche Schlumpfespflicht hinaus. Er wird als Held, der sein Leben riskierte, um andere zu retten, in die Schlumpfgeschichte eingehen. Ja, ja. Na
Natürlich wisst ihr, von wem ich spreche. Von unserem Ehrenschlumpf Handy. Schwimmen lässt, dann kehrt sie eines Tages genau dahin zurück. Versuchst du mir etwa damit zu sagen, dass du bald nach Hause schwimmen wirst? Nun, jetzt wo Vater gesund ist, gäbe es für dich nur eine Möglichkeit, mit mir auf den Meeresgrund zu kommen. Marina, die gibt es vielleicht. Wirklich? Wir werden es morgen herausfinden. Ach, was für eine bittersüße Stunde muss das für diese beiden Kinder sein. Irgendwie ist das nicht fair. Ja, ich weiß, Schlumpfine, aber sie haben einen wunderschönen Augenblick miteinander verbracht. Das ist mehr als mancher andere je erlebt. Sie ist so traurig. Oh, Handy, ich wusste, dass du dir was ausdenkst. Ist das eine von diesen, wie nennst du sie? Schlumpfator. Jetzt brauche ich keinen Schlauch, um Luft zu kriegen. Nun denn, auf geht's. Das ist wunderbar! Willkommen in meiner Welt, Handy! Wie gefällt sie dir? Es ist toll hier! Ich muss den richtigen Dreh mit dem Ding rauskriegen. Du machst es sehr gut, Handy! Marina, warte auf mich! Ich werde ewig auf dich warten! Marina, Hilfe! Das ist eine schlumpfressende Muschel! Oh, mein armer, lieber Handy! Ich kann sie nicht öffnen! Hol Hefti, der ist stark genug! Ja, ich beeil mich, Handy! Und schön weiter schlumpferieren! Oh, toll! Sieh doch nur, Schlaumi, sie schwimmt genau wie ein Fischchen! Um hundertprozentig gerecht zu sein, ist sie hauptsächlich Fisch und der Rest von ihr ist, ja, egal was Handy auch denkt, es ist mit Sicherheit nicht schlumpfig. Aber sie sind verliebt. Was macht das schon für einen Unterschied? Wie sagte Papa Schlumpf noch, Ost ist Ost und West ist West und auf ewig sind die Zweien getrennt. Zweien? Was sind Zweien? Nun, das sind eine Art etwa so, ja. Hilfe! Holt Handy! Hä? Handy ist in Gefahr! Hefti? Warum Hefti? Hefti! Hefti! Komm schnell, beeil dich! Nur keine Angst. Schlaubi ist ja da. Ach, dabei fällt mir ein, dass ich gar nicht schwimmen kann. Hefti! Marina, wo ist Handy? Folge mir! Er hätte da leicht ertrinken können. Handy, du weißt, es ist eine Sache, tapfer zu sein, aber tollkühn zu sein, eine andere. Vielleicht kann Marina lernen, an Land zu leben. Man muss sich einfach nur ans Wasser gewöhnen. Und man muss sich von schlumpffressenden Muscheln fernhalten. Darüber denke ich morgen nach. Wieso morgen? Aber Daddy, ich liebe ihn. Ach, natürlich tust du das. Aber wenn du ihn wirklich liebst, dann lässt du ihn gehen. So ist es leider. Ein Schlumpf im Meer, das ist wie ein Fisch an Land. Ich weiß. Oh, Daddy. In Neptuns Namen, was soll ich denn tun? Ich glaube, du kennst die Antwort. Ich werde morgen wieder nach Hause schwimmen und ich werde ganz bestimmt nicht allein schwimmen. Ich sag's ihm heute Abend. Tschüss! Entschuldige bitte. Was für eine schöne Aussicht. Ja. An einem so klaren Tag wie heute sieht man das Meer. Handy, da wir gerade von Meer sprechen. Wenn ich vielleicht Flossen und einen Schwanz in meinem Taucheranzug anbringe. Handy, hör auf. Um den Taucheranzug geht es nicht. Ich lass mir was Besseres einfallen. Vielleicht eine gigantische Blase und wir könnten... Oh, Handy. Wenn ich im Mondschein dein schönes, kluges Gesicht sehe, dann... Ah! Handy, hilf mir! Handy! Halt dich fest, Marina! Handy! Warum hilft mir denn niemand? Hefti! Papa, haltet sie auf! Oh nein! Oh nein! Was hab ich getan? Es ist
Marina, schnell! Lebe wohl, meine Liebste. Handy! Dort, wo sie hingeht, ist es besser für sie. Oh, Handy! Es tut mir so leid. Weine nicht, Schlumpfine. Sie schwimmt nach Hause, nach Atlantika. Und merke dir, Handy, es ist besser, eine Liebe verloren zu haben, als überhaupt nicht geliebt zu haben.